Der Deutsche Wetterdienst warnt für die gesamte Region Neckaralb vor Glatteis. Die Warnung gilt am Mittwoch von 2 Uhr nachts bis 20 Uhr abends, also den ganzen Tag. Regen trifft auf gefrorenen Boden. Da es recht viel und kräftig regnet, können sogar Eispanzer entstehen. Verkehrsbehinderungen auf Straße und Schiene bis hin zu Sperrungen sind möglich. Es regnet den ganzen Tag. Nur am Morgen ist auch Schneefall möglich. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf von minus 1 bis plus 9 Grad. In der Nacht regnet es durch bei 7 bis 8 Grad. Am Donnerstag fallen Niederschläge als Regen oder Schnee. Dabei sinken die Temperaturen von 5 Grad wieder in den Minusbereich. Am Freitag ist es wieder freundlich, aber auch kalt. Und auch am Samstag gibt's einen Sonne-Wolken-Mix bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.